Moin Leute, ich habe heute die Vision gehabt, dass ich den 194er Rated Draft bekomme und ich glaube, das wird heute was. Wir hatten schon im letzten Draft Video einen richtig starken Draft mit einer 193, mit Maradona, mit Ronaldo, wir hatten ein richtig starkes Team und ich glaube, da hat nicht mit viel gefehlt und ich denke, deswegen kriegen wir das heute auch hin, heute auch als Glücksbringer. Mit dem Bremen-Trikot. Das hat dem Team auf jeden Fall sehr geholfen in der Saison. Ich glaube, die hatten sehr viel Glück. Und ich muss schon ein bisschen früher supporten, denn die Saison geht für Bremen schon 3 Wochen vorher los dieses Jahr als letztes Jahr. Liegt vielleicht daran, dass sie in der zweiten Liga spielen. Aber das ist nur eine Vermutung. Und ich würde sagen, wir jumpen direkt in FIFA rein. Und zwar haben wir ja schon die Aufstellung für den Draft. Und wie gesagt, beim letzten Mal hat die Dreierkette echt gut geklappt. Ich habe zwar jetzt auch hier die 4-3-3 Offensiv. Es gibt auch gute Außenverteidiger. Ich glaube, ich probiere das sogar. Ich denke, man kann da auch einfacher mit Chemie arbeiten als beim anderen. Wobei Chemie, glaube ich, eh nicht das Problem wird. Aber ich denke, die 4-3-3 Offensiv, die wird auf jeden Fall eine gute Variante sein. Und die Captains, die entscheiden es direkt. Und jetzt haben wir den Spieler, den ich gebraucht hätte beim letzten Mal. Und zwar Franco Baresi, 94er Innenverteidiger. Wenn ich den gehabt hätte beim letzten Mal, ich denke, das wäre auf jeden Fall anders ausgegangen. Ich würde sagen, wir gehen mit dem Torwart direkt weiter. Eigentlich ist es egal, wir haben eine Icon. Aber, ja, gut, die Torhüter sind jetzt ganz okay. Da ich ein 94er Rating brauche, nehme ich mal Courtois. Der hat ein Team of Season, aber das ist ein SBC, der ist, glaube ich, nicht hier drin. Und mal gucken, der Innenverteidiger neben Baresi und Courtois wird auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir nehmen De Vrij hier mit einer 92, kann man mitarbeiten. Und ich glaube, ich gehe jetzt doch mal in den Angriff. Ich hoffe nur, der Pick wird jetzt auch gut und er wird furchtbar. Ich nehme Aller. Eigentlich ist es egal, wen ich nehme. Wenn die Person da oben spielt, dann ist ihr Ende. Der rechte Flügel ist auch nicht besonders besser. Die Maria hat einen Team of Season, Maris hat keinen. Ich nehme Maris. Und links muss jetzt aber auch eine Bombe kommen, sonst sehe ich hier schwarz für den Drop. 93er Hazard ist okay, kann man als Bombe vielleicht nicht so zählen, aber hey, besser als Aller. Und jetzt haben wir Jordi Alba, der linkt gut zu Hazard. Und wenn ich das so tausche, hat Jordi Alba auch schon mal 9 Chemie. Jetzt bräuchte ich hier nur noch einen Modric, der war vielleicht ganz cool. Oder Janic, aber sehe Gündogan hier. Ich glaube, rechts würde Gündogan nicht gut spielen lassen. Das Problem ist nur, dass ich nicht glaube, dass ich Maris durchziehen werde. Ich nehme ihn aber trotzdem, wegen dem Rating. Ich kann mir, glaube ich, keinen 85er im Team erlauben. Aber es wird hier echt nicht besser. Da muss doch, jetzt kommt Pele, ich wollte gerade sagen, da muss was Krasses kommen, dass dieser Drop noch richtig gut wird. Und da ist auch direkt die Rettung gewesen mit Pele. Könnte auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung sein. Und beim Rechtsverteidiger haben wir auch direkt aus der Premier League. Ricardo Pereira, gute Karte übrigens, wenn ihr einen Rechtsverteidiger aus der Premier League braucht. Sehr gut, habe ich lange gespielt. Und ja, hoffen wir mal, dass die ganzen Low-Rated-Karten hier vor allen Dingen im Angriff rauskommen. Der erste Pick sieht aber schon mal nicht gut aus. Der zweite mit Salah schon ein bisschen besser. Skriniar auch hier würde zu De Vrij linken. Aber das macht ja eigentlich keinen Sinn, denn ich habe Baresi. Ich glaube, ich nehme Ruidas hier für das Rating. Obwohl 90er, weiß ich nicht, ob der so viel hilft. Torwart wäre jetzt mal ganz cool. Alisson könnte man nehmen. Handanovic für die Chemie. Jetzt ist die Frage, wen spielen wir? Wenn wir jetzt nämlich einen Premier League Innenverteidiger bekommen, der gut reinpassen würde, würde ich auf jeden Fall Alisson nehmen. Mir ist gerade aufgefallen, ich hätte eben Salah nehmen sollen. Egal. Ich glaube, ich nehme Alisson. Ich denke mal, dass wir vielleicht jetzt noch wen aus der Premier League bekommen. Wir bekommen wen aus der Premier League, aber der ist nicht gut. Wir nehmen ihn trotzdem und wir gehen direkt mal ins Mittelfeld. Den Verteidigungspick will ich mir aufsparen. Pozuelo, der ist in der MLS und jetzt habe ich eine Idee bekommen. Ich packe Ruidas nach vorne. Der würde schon den Link bekommen wegen Pelé, aber dann packe ich Pozuelo rein, Pelé auf links und dann sieht das Team schon mal so aus. Ich glaube, ich hatte eben mehr Chemie, aber das Rating ist auf jeden Fall besser als vorher. Oh, okay, der Pick ist jetzt wild. Ich könnte Del Piero nehmen, um ihn als Stürmer oder sogar als ZOM zu spielen. Ich könnte aber auch Neuer nehmen. Neuer wäre ein plus 5. Del Piero wäre ein plus 2 oder plus 3. Neuer würde keine Chemie verbessern.
Und ich habe noch einen Verteidiger-Pick. Das heißt, wenn ich neue nehme, dann müsste dieser Verteidiger-Pick gut sein. Ich glaube, ich muss neuer nehmen. Wegen dem Rating. Drei mehr sind einfach, können einfach einen Unterschied ausmachen. Hätte ich drei mehr gehabt beim letzten Mal, dann wäre das auch der 1,94er gewesen, glaube ich. Jetzt nehme ich hier Memphis für das Rating. Und der letzte Reserve-Pick bringt uns nochmal Casemiro. Den könnte ich da spielen. Das macht aber nicht so viel Sinn, denn er bringt mir nicht mehr als Pelé. Und jetzt ist der letzte Random-Pick. Und der ist auch nicht gut. Okay. Ich nehme Valencia. Luka Gordon Team of Season. Vielleicht bringt der irgendwie noch ein bisschen Action rein. Aber dafür müssen wir ihn erstmal bekommen. Jetzt geht es weiter nicht so gut weiter. Brand. Weiß ich nicht. Jetzt kommt Kluivert. Aber hier kommt auch Messi. Messi würde nicht linken. Okay. Ich glaube, ich muss wirklich Kluivert nehmen. Die Chemie geht da auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich glaube, wir haben auch gleich volle Chemie, bin ich ehrlich. Und jetzt ist das Problem, wo ich ein bisschen Angst vor hatte. Und zwar der Verteidiger. Hier sind vier Karten aus der Premier League, eine aus der Bundesliga. Keine davon im Verteidiger. Ich hätte es ein bisschen rausgeholt, aber ja, dann ist das jetzt so. Auf 100 Chemie komme ich, glaube ich, trotzdem nicht so einfach. Jetzt einen Manager wäre ganz gut. Der Draft geht wahrscheinlich so in Richtung 91, hoffe ich mal. Denke ich mal, bin ich mir sehr sicher. Ja, da ist auch schon die 91. Aber weiter geht's dann auch nicht. Guter Draft. Baresi, Neuer, Pelé. Karten, die man auf jeden Fall braucht für einen 1,94er. Aber es ist weiterhin nur noch ein 91er. Mal gucken, ob wir überhaupt die 100 Chemie schaffen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das nicht schaffen. Kann ich irgendwen reinpacken, der helfen würde. Ich hätte eigentlich nur wen aus der Premier League gebraucht. Gut, dann ist es so. Der zweite Drop wird bestimmt besser. War beim letzten Mal auch so. Und ja, ich denke mal, der wird auf jeden Fall um einiges stärker. Und wir sehen uns gleich. So, und da ist auch direkt der zweite Draft vorbereitet. Jetzt haben wir hier keine Option, die Dreierkette zu nehmen. Die hätte ich vielleicht eben nehmen sollen. Das wäre vielleicht anders ausgegangen, aber ja, keine Ahnung, ob wir da dieselben Fehler bekommen hätten. Und jetzt habe ich eine Idee. Ich glaube, wenn ich die 4-2-2 nehme, habe ich gute Chancen, auf jeden Fall stärkere Stürmer zu bekommen. Und ich glaube auch, dass das Verlinken einfacher ist. 4-3-3, flache 9, weiß ich nicht, was sein muss. Die ist auch okay, die 4-1-2-1-2. Prinzipiell genauso wie die 4-2-2, nur schwieriger zu linken. Die geht gar nicht, weil da keine Linksmittelfeld oder Linksflügel sind oder Rechtsflügel, Rechtsmittelfeld. Und die hatten wir eben. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die 4-2-2. 4-4-2 übrigens. Und als Captain direkt zwei Prime Icon Moments. Lampard habe ich in meinem Icon Pack gezogen. Absolut schlecht. Und Luis Figo. Luis Figo, gute Karte, 93er Rating. Da kann man schon mal mit anfangen. Und jetzt gehen wir auch direkt in den Sturm. Und jetzt kommt etwas, das ich mir gewünscht habe. Und zwar die Path to Glory Card. Die haben so ein gutes Rating, dass sie jeden Drop direkt komplett verbessern. Und ich glaube auch, dass wenn man davon drei Stück bekommt, dass man schon ziemlich gut dasteht. Sonst hier auch noch die CONMEBOL Karten, die auch sehr starkes Rating haben. Aber die musst du erstmal zueinander linken. Deswegen Firmino auf jeden Fall ein No-Brainer. Geht da rein. Hoffen wir mal, dass es hier gut weitergeht. Und wir haben vier Prime Icon Moments und Iličić. Und wir gehen natürlich für Rating. Samuel Eto'o, auch eine unglaublich gute Karte, wenn ihr die habt. Uff, spielt die auf jeden Fall. Es bleibt weiterhin sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wie wir weitermachen. Otavio, Brasilianer aus der Liga NOS. Oder, wie auch immer der Typ heißt, CONMEBOL-Karte. Ich weiß nicht, wie viele Linksverteidiger es da gibt. Und ich weiß auch nicht, wie viele es aus Argentinien gibt. Aber ich denke einfach mal, ich gehe mit Otavio auf Nummer sicher. Und hoffe, dass ich irgendwie... Das ist echt viel zu gut gelaufen gerade. Der Strongling von Oliveira. Und jetzt hier vielleicht noch einen starken Spieler. Und da ist auch Nandes, anderer Spieler aus der... Path to Glory Spieler. Wir haben aber auch Pizzi. Aber Pizzi weiß ich nicht, ob das jetzt...
wirklich so wichtig ist. Ich glaube, ich gehe für Nandes. Denn einfach 90er Rating finde ich besser. Jetzt vielleicht noch einen guten Rechtsverteidiger hier. Wan-Bissaka könnte man nehmen. Glaube ich auch die logische Variante. Wenn wir weiter in der Premier League bleiben. Ich hoffe, das tun wir. Denn, oh, ich hätte wirklich den aus, ich hätte wirklich Jesus Navas nehmen sollen. Aber ich nehme trotzdem Eder Militao. Wir haben 3 Pepsi Glory Karten. Das ist schon mal sehr stark. Es geht direkt gut weiter mit Alisson oder Oblak. Wenn ich in der Premier League bleiben will oder in die Premier League gehen möchte mit einem anderen Verteidiger, muss ich Alisson nehmen. Sonst würde ich Oblak nehmen. Aber Oblak hat ein Team of the Season, Alisson nicht. Ich nehme Alisson und packe Eder Militao auf links. Maldini, Prime Icon Moment. Okay. Das könnte richtig gut werden. Wir sind beim 91er Rating. Ein Spieler fehlt noch. Wir haben sehr starke Spieler und wir haben noch die komplette Bank und Reserve vor uns. Also sehr gutes Team bis jetzt. Das könnte richtig gut werden. Und der Linksverteidiger wird nochmal entweder Erkin oder Caio Henrique. Links zu beiden Spielern nehme ich auf jeden Fall. So, jetzt brauchen wir... Wir haben 93er Rating und 97 Chemie. An sich wäre das schon mal richtig guter Draft, was die Stats angeht. Und jetzt haben wir noch die ganzen Spieler, um zu verbessern. Also ich suche auf jeden Fall jetzt noch jemanden für Nandes. Vielleicht aus der Premier League irgendwen. Vielleicht einen Pogba oder so. Das wäre schon mal mega gut. Da vielleicht auf der linksverteidiger Position. Vielleicht kriege ich auch noch eine Prime Icon Moment, um Oliveira auszutauschen. Oder halt einfach einen Team of Season Oblak würde ich auch nehmen. Okay, mal gucken, was ich kriege. Der erste Pick hat Messi drin. Die Frage ist, ob man Messi nimmt. Ich mach's. Ich glaube nicht, dass ich den Team of Season bekomme. Und jetzt hier direkt, wir gehen weiter auf Rating. Wagner, komm, kannst reinkommen, hast eine gute Karte. Jetzt geht's weiter. Es geht immer weiter mit so relativ guten Spielern, aber die sind nicht hoch genug geratet. Karte Chia, komm, ich brauche wen, der das Team verbessert. Bitte. Und da ist die Karte, die ich wollte. Team of Season Kevin De Bruyne. 100 Chemie. Immer noch 93er Rating. Geht weiter. Mit Rebic. Jetzt brauche ich eine richtig starke Bank. Und ich habe hier José Fonte. 93er rated. Kann ich den spielen? Nein, das wird dumm. Weiter, komm. Oh, jetzt kommt der schlechte Pick. Da bin ich immer noch auf 93. Das müsst ihr euch mal überlegen. Okay, Messi rein. Immer noch auf 93. Mit dem Goldspieler sogar. So. Es gibt André. Der als Spieler. Ich glaube... Ich müsste eigentlich Lukas Paqueta nehmen. Das wäre aber nur ein Plus 1. Wenn ich André nehme, kann ich ihn nicht in der Starterstellung spielen. Ich glaube, ich nehme Paqueta und packe ihn für Oliveira rein. Chemie bleibt gleich, außer bei Eder Militao. Der geht hoch und jetzt habe ich hier ein gutes Omen. Lukas Podolski, ich bin runter auf 92, aber der müsste wieder hochgehen. Ja, wieder auf 93. Auch ein sehr starker Drop wieder hier. Aber jetzt müssen die guten Spieler nochmal kommen. Harry Maguire, oh, immer noch auf 93, Alter. Das ist so ein guter Draft. Und ich glaube, er fällt runter. Noch einen guten Torwart am Ende. Oh, hier, die Bank hat uns auf jeden Fall richtig einen mitgegeben. 92er Rating mit Maguire, Kamara und dem Matthäus hier. Eieiei. Aber haben wir denn wenigstens den 93? Wir haben nicht den 93. Das ist hart. Kann ich irgendwie noch was rausholen? Jetzt wäre das 93, aber die Chemie stimmt wieder nicht. Okay, wenn ich jetzt... Warte, wenn ich jetzt Oliveira wieder reinpacke und José Fonte hier rein, habe ich auch 93. Okay, Geistesblitz. Ich packe José Fonte rein. Fuck. Okay. Warum ist der Draft jetzt wieder auf 93? Oh. Kann ich so machen. Vielleicht ändert sich das gleich wieder nach dem Manager. Bin mir auch sehr sicher, dass es passiert. Aber... Wir haben einen 92er Draft. Wie ist das eine 92? Das kann nicht sein.
Das Team ist unglaublich krank. Also ihr seht ja selber, es ist, also man könnte vielleicht jetzt hier Paqueta ein bisschen verbessern und den Linksverteidiger und halt vielleicht den Torwart, aber sonst besser geht eigentlich nicht. Also 97er, 93er, 94er, 95er, also ganz ehrlich 96, da muss eigentlich schon mindestens ein 93er klar sein. Aber vielleicht hat es die Bank hier auch ein bisschen hängen gelassen. Weiß ich nicht, 4 Non-Rares ist schon ein bisschen kacke. Aber es ist auf jeden Fall, also rückblickend war es ein guter Drop. Gutes Team, sehr starkes Team. Also wenn man sowas in Ultimate Team hätte, dann würde man vielleicht auch wieder Spaß am Spiel haben. Aber oft kann man sich eigentlich nicht beschweren. Es ist ein gutes Team gewesen und wir haben die Jagd auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Die Challenge wird auf jeden Fall irgendwann noch geholt. Vielleicht ja auch am Freitag. Neues Event, neue Karten. Geht von quasi einem Team of the Tournament aus, so quasi von der EM. Aber ich bin mir da auf jeden Fall nicht sicher. Mal gucken. Vielleicht geht dieser Draft ja auch noch hoch, wenn Firmino und Eder Militao ein Upgrade bekommen oder Nandes und nee, Rebic bekommt keins mehr. Und ja, dann hoffen wir das Beste. Vielleicht kriegen wir den ja in naher Zukunft. Aber wir kriegen ihn auf jeden Fall. Also wir kriegen 100 Pro und 94er Draft dieses FIFA. Und damit verabschiede ich mich. War mir eine Ehre. Vergesst nicht zu abonnieren.